SPD. Er war mal Berliner Finanzsenator etc., Staatssekretär. Wenn jemand aus der Mitte der Gesellschaft solche Thesen verbreiten kann und darf und dann sehr stark von der Bild-Zeitung propagiert wird, auch der Spiegel verteidigt der Sarrazin des Öfteren, da muss ich sagen, das ist eine andere Art von Gefahr, als wie wenn irgendein durchgeknallter, besoffener Burschenschaftler am Abend bei euch vorbeischaut. Also das ist natürlich auch eine Gefahr, ja, aber dessen Thesen sind jetzt nicht so populär und nicht so gefährlich. Der Sarrazin betreibt im Übrigen auch einen sozialen Biologismus. Das hat die Bild-Zeitung nicht so dargestellt. Er bejammert nämlich die ganze Zeit, dass die Eliten, die Akademiker in der deutschen Gesellschaft zu wenig Kinder bekommen und dadurch verdummt das Land. Originalzitat Sarrazin. So, auf der anderen Seite bejammert er, dass normale Arbeiter und speziell arbeitslose Hartz-IV-Empfänger zu viele Kinder bekommen. So, und angeblich ist es erwiesen vom Abstammungsprinzip her, dass diese Leute weniger leistungsfähig sind. So, und damit habe ich auch sozusagen einen sozialen Biologismus, wo ich das Prinzip der Elite propagiere. Das heißt, wenn die Elite Kinder bekommt, ist das gut. Wenn die arbeitslosen Familien Kinder zeugen, ist das schlecht. So, nur das Letztere wurde in der ganzen Rezension von Sarrazin viel zu wenig dargestellt, weil dieser soziale Biologismus natürlich bei den Massen nicht ankommt. Also wenn die Bild-Zeitung schreiben würde, ihr Arbeitslosen, macht nicht so viele Kinder, weil eure Kinder blöd sind, sondern würde die Auflage der Bild-Zeitung und die Verkaufszahlen würden sinken. Also das lässt man raus. Man bringt es nur auf der rassischen Ebene mit Moslems, ja, negativ, mit Juden angeblich positiv und dann kommt der deutsche Akademiker positiv und der deutsche Arbeitslose genetisch bedingt negativ. Sarrazin sagt auch, dass an der Arbeitslosigkeit selber schuld ist, der Arbeitslose. Also weil er sich im Kampf ums Dasein, das ist meine Interpretation, er sagt, im Kampf um gesellschaftliche Positionen einfach nicht als durchsetzungsfähig genug erwiesen hat. So der Gedanke der Elite, des sozialen Biologismus oder des Prinzips Darwin auch mit dem Sozialbiologismus zu verbinden, ist nicht nur eine Geschichte, die exklusiv Sarrazin hat, sondern wenn ich mir heute eine x-beliebige Fernsehsendung angucke, zum Beispiel mit Anne Will, so da habe ich irgendwelche Politiker und jedes Mal, wenn es interessant wird, wenn sich so ein bisschen zuspitzt die Debatte, sagt dann die Frau, bitte, bitte, jetzt Ruhe, Ruhe, jetzt lassen wir den Fachmann sprechen, den Herrn Professor sowieso, mit dem und dem akademischen Titel und damit wird suggeriert, also der Herr Professor weiß es schon, was der Normalo zu sagen hat, ja, der jetzt vielleicht nicht gerade ein Plagiat begangen hat, also in der politischen Szene ist nicht interessant, sondern der Herr Professor, der Fachmann, auch wenn irgendwelche Krisen erscheinen, ja, der Fachmann ist entscheidend. Das heißt, diese Elite, unabhängig von Parteien, unabhängig von der Weltanschauung, soll sozusagen bestimmen, das halte ich für äußerst demokratiegefährdend. Die Burschenschaften, mit denen ihr hier was zu tun habt, sind natürlich auch Sozialdarwinisten. So, wenn ich das dem besoffenen Schlesier sage, von vorgestern, ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, der wird das gar nicht verstehen, aber die Burschenschaften generell propagieren das Elite-Prinzip. Die Burschenschaften, wenn man sich anguckt, wo ihr Schmiss zustande kommt, ja? Also dieser Schmiss über das Fechten ist sozusagen ein Zeichen der Männlichkeit und der Wehrhaftigkeit. Das heißt, mit Schmiss bist du männlich, richtig männlich, aber im Gegensatz zu ihm, weil ja keinen. So, und natürlich stehst du weit über den Frauen, weil die Burschenschaften ja gar keine Frauen aufnehmen. So, der Sozialdarwinismus und die Eugenetik auch Unterschiede macht zwischen Mann und Frau. Also natürliche Eigenschaften in Sachen Bildung versucht zu konstruieren. Also diese Dinge sind sehr, sehr real. Die offenen Nazis in Deutschland, jetzt hier beispielsweise die NPD, sagt auch nicht, dass sie Sozialdarwinisten sind. Nein, sie wollen eine Volksgemeinschaft. Das
sind ja gar nicht für den Kampf jeder gegen jeden. Sie wollen nur eine Gemeinschaft des Volkes, das heißt eine Gemeinschaft zwischen Krupp und Krause, konstruieren. So, und diese Volksgemeinschaft dann im Gegensatz stellen zu anderen Völkern, sondern zu Menschen, die aus anderen Nationalitäten kommen. Das drückt sich aus in solchen Parolen wie Deutsche zuerst. Das heißt, die Deutsche Bank zuerst und irgendwie der Arbeiter zuerst. So, der deutsche Arbeiter, ja. Aber es heißt natürlich dann im Wesentlichen die deutsche Industrie zuerst. Und da können Sie noch so viel soziale Demagogie betreiben. Sie fordern zum Beispiel in Ihrem Programm die Abschaffung von Hartz IV, die UPD. Aber wenn man es genau liest, stellt man fest, Sie fordern die Abschaffung von Hartz IV, solange irgendein Emigrant Hartz IV beziehen darf. Das heißt, Sie wollen Hartz IV nur für Deutsche. So, und der Ausschluss der Immigration, die soll überhaupt nichts mehr haben. Solange das nicht so weit ist, sage ich Hartz IV, weg damit. Und das hört sich sehr sozial an. So, letzte Frage ist die Frage zur deutschen Leitkultur. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, was das eigentlich zu heißen hat. Also irgendwie hat es auch mit dem Sozialdarwinismus zu tun. Nämlich mit dem Höheren und mit dem Niederen. Also diese Forderung an Emigranten und Emigrantinnen, gefälligst die deutsche Leitkultur anzunehmen, heißt, unsere Kultur ist angeblich höherwertig. Und sie steht im Gegensatz zu anderen Kulturen, nämlich zu minderwertigen Kulturen, wenn man das übersetzt. Sondern ich denke, zur Frage der Kultur, der Sprache, der Wissenschaften, muss man einfach feststellen, in Deutschland wäre es schlecht bestellt um die Kultur, wenn man nicht auf die ägyptische Mathematik zurückgreifen würde, wenn ein Arzt auf irgendeinen deutschen Arzt sich berufen würde in seinem Eid, statt auf den Eid des Hippokrates, so die Frage der Schrift kam ganz woanders her, also nicht aus Deutschland. Das heißt, jede Kultur ist sozusagen, wenn sie den Namen Kultur verdient, nach Lenin eine internationale und internationale Kultur. So, es gibt dann die andere Szene im Bürgertum, die sagt, wir sind jetzt nicht für die deutsche Leitkultur, wir sind für Multikulturalität. Und ich meine, auch dieser Begriff ist falsch. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek sagt, dass derjenige, der für Multikulti ist und für Toleranz ist, eigentlich auch was Nationalistisches hat. Weil er sagt, es gibt hier diese Kultur, es gibt hier jene Kultur, dann gibt es eine andere Kultur und man soll friedlich sein und sich gegenseitig tolerieren. So, und wenn man den Begriff der Toleranz ins Deutsche übersetzt, dann merkt man, das ist überhaupt nichts Nettes, sondern das ist was sehr Bösartiges. Ja, ich grenze mich von dem anderen ab und gestehe noch ein, dass es nur verschiedene nationale Kulturen gibt. So, und da bin ich wieder klassischer Leninist, der in der Frage sehr viel geschrieben hat. Also Lenin sagte, es gibt der Form nach, nur der Form nach, eine nationale Kultur, also ausgedrückt durch die Sprache im Wesentlichen, aber dem Inhalt nach hat jede Nationalität progressive und reaktionäre Faktoren in ihrem Kulturbegriff. Und es geht darum, in allen nationalen Kulturen das Reaktionäre zu beseitigen, das Progressive zu fördern und letztendlich das Progressive zusammenzuführen. Und das ist eine andere Verständnistheorie als diese Theorie der Multikulturalität. So, jetzt zum Schluss, irgendwas hat meine Stimme heute, jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen zu dem, was man als Alternative darstellen kann. Zunächst mal ist es klar, der Sozialdarwinismus ist was äußerst Unwissenschaftliches. Er wird aber wieder stärker, auch gerade mit den Gedanken der Elite und mit den Gedanken des Kampfes von Nationalitäten gegeneinander und untereinander. Ich mache kurz einen Schluck. Oh, danke. Gegeneinander und untereinander, weil wir uns in einer kapitalistischen Weltwirtschaftskrise befinden. Also ihr alle kennt das, die Griechen sind angeblich ungeheuer faul. Wenn man die ganze Debatte verfolgt hat, ja, die hatten irgendwann mal irgendwelche Philosophen, dann haben sie jetzt noch Ruinen, aber mit der Arbeitsfähigkeit ist es nicht so weit her. So, das wird argumentiert und wird publiziert.
um dann auch Sozialabbau in Deutschland zu rechtfertigen, mit dem Hinweis, wir müssen ja zahlen für die bösen Griechen. Wenn man das wissenschaftlich analysiert, stellt man fest, dass jeder Bürger von Bremen, also des Bundesstaates Bremen, des Bundeslandes, mehr pro Kopf Verschuldung hat als die griechische Bevölkerung. Kein Mensch kommt auf die Idee, deswegen eine spezielle kulturelle Mentalität oder eine Abstammungslehre der Bremer Stadtbevölkerung gegenüber den Menschen in Niedersachsen zu entwickeln. Das gibt es überhaupt nicht. Das heißt, diese ganzen Theorien kommen wieder hoch mit der Krise des kapitalistischen Systems. Sie werden wieder modern, sie kommen zum Teil mit neuen Begrifflichkeiten daher. Und ich glaube, man kann ihnen nur was entgegenhalten, indem man sie A widerlegt und indem man B eine Praxis entwickelt, worauf man grundsätzlich die Frage nach einer Alternative zu diesem System stellt. So, und zu diesem System eine Alternative einzuklagen, bedingt allein schon die Verhältnisse im Bereich der Ausbildung und an der Schule. So, der Abstand, ja, zwischen Leuten, die aus gut bürgerlichen Familien heute studieren, und den Menschen, die den Weg an der Uni finden, die an Hartz IV, leiden die Eltern. So, das wird immer größer. Das kann nicht hinnehmbar sein. So, Bildung ist ein umfassendes Menschenrecht und Bildung hat gefälligst kostenlos zu existieren. Und wir sollten eine Gesellschaft anstreben, in der alle Menschen die gleichen Rechte und Pflichten haben und in dem es das Prinzip der sozialen Gleichheit gibt. Letztendlich über die Methodik des Kampfes und über die Erreichung eines anderen gesellschaftlichen Systems. So, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht überfordert. Es war ein bisschen ein Rundumschlag, aber wir warten sehr aufmerksames Publikum. Danke. Vielen Dank, Max Brün. Ich glaube, der Max hat es jetzt verdient, dass er sich mal hinsetzen darf. Ich habe mich bereit erklärt, die Diskussion, Debatte ein bisschen zu unterstützen. Ich fasse kurz zusammen. Max hat also sehr viel berichtet zum Elite-Gedanken. Der Begriff der Eugenetik, Eugenetik ist gefallen. Konkurrenz. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr BWL oder VWL studiert, dann wird ja auch immer von Konkurrenz gesprochen. Ich meine, es herrscht bei uns im System eine Form des ruinösen Konkurrenzkampfes, auch an den Schulen, nicht ohne Grund. Und der Begriff der deutschen Leitkultur ist angesprochen worden. Ein Begriff, den ich noch einfügen möchte, auch wiederum, wenn man Philosophie oder Ökonomik studiert, dann wird immer von der Diversity gesprochen. Ich denke, das ist auch ein Begriff, der das alles verwischt. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit Wortmeldungen, mit Diskussionsbeiträgen, mit Hintergrundfragen und ich eröffne die Diskussion und erwarte ein paar Wortmeldungen. Ich gucke erst mal, 1, 2 und dann fangen wir mal mit der ersten Wortmeldung an. Ich finde also die Problematik, wo der Max aufgezeigt hat, ist also gravierend. Auf der anderen Seite muss ich eins sagen, wie ich jetzt da reingegangen bin in die Uni, habe ich festgestellt, es sind dann jetzt irgendwann Wahlen für eure Gremien. Wählt es einmal richtig. Wählt nicht immer die bereits jetzt dran sind, sondern wählt die eure Sachen richtig vertreten. Weil wenn man sich überlegt, die Studiengebühren, das ist die absolute Sauerei. Ich überlege, ich habe damals einmal ein Stipendium gehabt von der Firma Siemens. Bei mir ist also die ganze Zeit, wo ich also Studium oder auf die Schule gegangen bin, vom Siemens bezahlt worden.